zu einem neuen Video von mir. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, geht es heute um das Thema Instagram. Ich wurde auf Instagram so oft von euch gefragt, wie ich es geschafft habe, dass meine Instagram-Reichweite so gestiegen ist und wie ich es geschafft habe, mir so schnell neue Follower aufzubauen. Für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen oder die mich nur von YouTube kennen. Ich mache so als Hobby nebenbei Instagram und ich habe es geschafft, innerhalb von 5 Monaten fast, also 4, 5 Monaten habe ich 10.000 neue Follower bekommen und wie ich das geschafft habe, will ich euch in diesen Videos erklären, weil ich mich überlegt habe, dass ich eine Instagram-Reihe starte, also dass ich mehrere Videos zu dem Thema mache, How to Instagram sozusagen, weil ich einfach so viel über das Thema dazugelernt habe, dass ich wirklich, glaube ich, eine Stunde lang darüber reden könnte. Deswegen würde ich sagen, starten wir erstmal mit meinem ersten Video und zwar geht es heute um das Thema, wie kreiere ich viralen Content bzw. wie schaffe ich es, dass bei meinen Bildern auch meine Reichweite steigt? Und deswegen wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß bei dem Video. Also ich würde sagen, vorab zeige ich erstmal hier mein Instagram-Feed. Ich habe jetzt fast 20.000 Follower und bin auch mega happy darüber und mega dankbar darüber. Und ja, ich habe einfach im Laufe der Zeit, wo ich Instagram so richtig angefangen habe, ziemlich viele Sachen dazugelernt. Ich dachte, ich erzähle jetzt erstmal so ein bisschen, wann ich mit Instagram angefangen habe und wie sich das alles so entwickelt hat. Also ich habe im Oktober letzten Jahres, glaube ich, richtig mit Instagram angefangen. Davor hatte ich schon eine ziemlich gute Grundlage, sage ich mal, weil ich hatte davor auch schon jahrelang Instagram. Also ich habe Instagram schon seit 2012, wie ich letztens in meinen Einstellungen gesehen habe, was ich irgendwie mega cool fand, dass man das da sehen kann. Also ich habe schon wirklich sehr lange Instagram, aber ich habe das nie so wirklich aktiv gemacht. Also ich habe jetzt nicht jeden Tag ein Bild gepostet oder irgendwie darauf geachtet, was ich poste. Und bevor ich richtig mit Instagram angefangen habe, hatte ich schon ungefähr 7.000, 8.000 Follower. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Aber ich habe dann im Oktober entschieden, dass ich jetzt richtig mit Instagram anfangen würde und das auch voll gerne so als Hobby machen würde. Und ja, dann habe ich einfach angefangen. Dann habe ich im Dezember meine 10.000 Abonnenten geschafft. Deswegen habe ich mir auch überlegt, dass ich einfach diese Reihe starte, weil ich euch natürlich auch meine Tipps weitergeben will. Ich weiß einfach, dass es auch viele gibt, die auch mit Instagram anfangen wollen, aber sich vielleicht auch einfach nicht so wirklich trauen. Und deswegen hoffe ich, dass ich euch ein bisschen mit meinen Videos weiterhelfen kann. Also erstmal zu dem Thema, was ist überhaupt viraler Content? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt alle wissen, was das Wort viraler Content bedeutet. Also der Instagram-Algorithmus hat sich ja in den letzten Jahren ziemlich stark verändert. Ich glaube, diejenigen, die aktiv Instagram machen, denen ist es auch aufgefallen, beziehungsweise man merkt es auch einfach stark. Es ist nicht einfach nur so, dass man Bilder posten muss und dann von online die Reichweite kommt. Das war früher vielleicht so, vor 4, 5 Jahren, aber leider ist es heutzutage nicht mehr so. Und deswegen muss man sich wirklich ein Konzept überlegen und deswegen muss man auch einfach wirklich sich Mühe geben und Bock drauf haben, weil sonst funktioniert das Ganze auch nicht. Deswegen erkläre ich euch jetzt erstmal den Begriff, was die überhaupt bedeutet, virale Bilder zu posten. Und zwar sind virale Bilder einfach die Bilder, die überdurchschnittlich gut abschneiden, sozusagen in eurer Reichweite. Also Instagram pusht diese Bilder sehr krass und ihr habt einfach eine übertrieben krasse Reichweite im Gegensatz zu eurer Followerzahl. Also ich kann euch jetzt hier mal Insights von einem Bild einblenden von mir, was viral gegangen ist. Ich glaube, meine Reichweite war fast 50.000. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, um die 15.000 Follower. Also es war schon ein krasser Unterschied zu der Followeranzahl von mir. Deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt auch mal mit den Tipps. Ich hoffe, dass sie euch weiterhelfen und dass ihr vielleicht auch ein paar von denen anwenden könnt. Also der erste Tipp, den ich euch geben kann, ist, guten Content zu posten. Also das ist jetzt vielleicht so eine ganz banale Sache, wo man sich so denkt, okay, das ist jetzt eigentlich klar, aber es ist wirklich einfach die wichtigste Sache und auch der wichtigste Tipp und einfach die Grundlage, dass ihr guten Content postet und dass ihr hochqualitative Bilder postet, dass ihr euch was hinter euren Bildern überlegt, dass ihr euch eine Strategie überlegt, dass ihr euch vor allem überlegt, okay, welche Zielgruppe will ich überhaupt mit meinem Bild ansprechen? Was habt ihr überhaupt für ein Thema mit eurem Account? Sei es jetzt Fashion, sei es jetzt Make-up, sei es jetzt Street-Style, keine Ahnung, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Deswegen sollte man sich wirklich einfach mal darüber Gedanken machen, okay, ist mein Content überhaupt gut genug? Habe ich eine gute Bildqualität? Und das ist auch, würde ich sagen, die wichtigste Grundlage dafür, dass ein Post viral wird. Jetzt kommen wir mal zum Bilderposten selbst. Und zwar gibt es da wirklich einige Sachen, die man beachten kann. Und ich hätte mir, wie gesagt, gewünscht, dass mir jemand das gesagt hätte, bevor ich mit Instagram richtig angefangen hätte, weil am Anfang habe ich diese ganzen Tipps nicht befolgt, leider, sondern ich habe sie erst im Laufe der Zeit für mich selber rausgefunden oder irgendwo gelesen und habe dann auch gemerkt, dass es tatsächlich funktioniert.
Und zwar ist da der zweite Tipp, sozusagen, den ich euch geben kann, dass ihr den Ort angebt, wo ihr euch befindet, wenn ihr das Bild postet. Also ich gebe zum Beispiel bei meinen Bildern immer Berlin an, weil ich in Berlin wohne. Und ich finde einfach, dass es super wichtig ist, dass ihr den Ort angibt und dass ihr diese Funktion benutzt. Ich sehe bei ganz, ganz vielen, dass sie diese Funktion nicht benutzen. Was mir irgendwie nicht so wirklich klar ist, die Funktion bietet Instagram einfach eine Möglichkeit, dass euer Bild auch durch die Ortsangabe gefunden wird. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand in seiner Instagram-Suche eingibt Berlin oder in welcher Stadt auch immer ihr wohnt, dann wird euer Bild einfach leichter gefunden, als ob ihr gar keinen Ort angebt oder das sogar nur als Hashtag benutzt. Deswegen kann ich euch ans Herz legen, dass ihr einfach den Ort mal angebt. Mal zum dritten Tipp, und zwar ist das Markieren. Ich weiß nicht, wer von euch überhaupt irgendwen auf seinen Bildern markiert oder irgendwas. Also den ersten Tipp, den ich euch geben kann dazu, ist auf jeden Fall, dass ihr euch selber markiert. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment etwas seltsam, aber das Ding ist einfach, wenn jemand durch seinen Feed scrollt oder durch die Entdeckenseite oder sonst irgendwas, dann tippt derjenige lieber auf das Bild direkt und wird dann sozusagen zu deiner Seite weitergeleitet, als ob er ganz oben links in die Ecke klickt und dann auf euer Profil kommt. Ich kann euch das jetzt hier mal einblenden und demonstrieren, was ich meine, weil ja Leute, Menschen sind faul und dieser Schritt wird einem somit erspart, dass man extra da oben links in die Ecke klicken muss, sondern einfach nur auf das Bild tippen muss und dann direkt auf die Person kommt, die das Bild gepostet hat. Die zweite Sache, was das Markieren angeht, ist, dass ihr verschiedene Seiten markiert. Das habe ich früher auch nie gemacht und das macht wirklich einen Unterschied. Sucht euch einfach verschiedene Seiten raus. Zum Beispiel will ich mit meinem Account eigentlich so ein bisschen Fashion verkörpern bzw. Leute ansprechen, die sich für Fashion interessieren. Deswegen markiere ich auch meistens auf meinen Bildern Fashion-Seiten. Und zwar habe ich mir die so rausgesucht, dass ich einfach bei anderen Influencern auf deren Profil gegangen bin, die einen ähnlichen Content haben wie ich und die eine ähnliche Zielgruppe ansprechen wollen. Und da habe ich dann einfach geguckt, okay, was für Seiten markieren die auf ihren Bildern und habe mir dann da einfach ein paar zusammengeschrieben. Und der Tipp basiert einfach darauf, dass die Leute sich diese Seiten angucken, die mir meistens mehrere hunderttausende Follower haben und dann auch meistens auch noch auf die Bilder gehen, wo die Seite markiert ist. Und deswegen finden diese Personen dann auch so euer Bild. Kommen wir jetzt mal zum vierten Tipp, und zwar sind das Hashtags. Ich glaube, es gab mal eine Zeit lang den Mythos, dass auf Instagram Hashtags einfach nicht mehr funktionieren, beziehungsweise dass manche auch irgendwie das Gefühl haben, dass Hashtags nicht funktionieren, aber das stimmt einfach nicht, Leute. Das stimmt einfach nicht. Ich kann euch mal auch nochmal jetzt bei meinem Insta zeigen, wie viele Personen dann den Hashtags kommen, die ich benutzt habe, und das sind wirklich fast alle. Also Hashtags sind wirklich das Allerwichtigste. Und da habe ich auch noch einen kleinen Geheimtipp sozusagen für euch, den glaube ich auch viele nicht wissen. Und zwar könnt ihr einfach eure Hashtags als Kommentar hinzufügen. Also ihr müsst es nicht in die Bildunterschrift schreiben, weil ich finde, es sieht immer ein bisschen blöd aus irgendwie, sondern ihr könnt es einfach als Kommentar sofort, nachdem ihr das Bild gepostet habt, könnt ihr die Hashtags kommentieren oder dann hat es einfach den gleichen Effekt, als ob ihr das in eure Bildunterschrift geschrieben hättet. Den nächsten Tipp, den ich euch geben kann, und ich glaube, das wissen auch sehr, sehr viele nicht, beziehungsweise machen auch einfach viele nicht. Leider ist es heutzutage so, dass man nicht einfach nur sein Bild posten kann und sich dann so denken kann, okay gut, ich gehe jetzt einfach mal eine Stunde offline. Also wenn man Instagram wirklich machen will, aktiv machen will und damit auch irgendwas erreichen will, dann muss man sich dafür einfach Zeit nehmen. Da muss man einfach wirklich Leidenschaft da reinstecken und auch einfach sich anstrengen, weil es von nichts kommt einfach nichts, auch auf Instagram. Das ist wirklich so. Und deswegen ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass ihr in der Stunde, also 60 Minuten lang, nachdem ihr euer Bild gepostet habt, aktiv seid, weil nämlich der Instagram-Algorithmus in der ersten Stunde entscheidet, ob euer Bild gepusht wird sozusagen von Instagram oder eben nicht. Also in der ersten Stunde muss euer Bild überdurchschnittlich viele Aktionen erhalten, und zwar gelten als Aktionen auf Instagram speichern, liken, teilen und kommentieren. Aktiv sein bedeutet einfach, dass ihr Bilder von anderen liked und kommentiert. Also ihr müsst wirklich versuchen, dass diese Leute in der ersten Stunde auf euer Profil kommen und euer Bild ebenfalls liken oder im besten Fall noch kommentieren. Allerdings müsst ihr da auch ein bisschen aufpassen, weil es ja auf Instagram leider auch diese berühmte Sperre gibt. Ich weiß nicht, wer von euch sie kennt, aber Instagram blockiert leider auch Leute, die zu viel hintereinander und zu schnell liken oder kommentieren, weil Instagram dann leider denkt, dass es ein Bot ist. Deswegen müsst ihr zwischen den Kommentaren und am besten auch zwischen den Likes immer so ungefähr 10 Sekunden Zeit lassen, damit ihr nicht blockiert werdet. Kommen wir jetzt mal zum nächsten Tipp, den ich euch geben kann. Und zwar sind das Bildunterschriften. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die viele nicht machen oder wo viele sich irgendwie auch vielleicht denken, so, dass es vielleicht irgendwie blöd kommt oder so. Es ist einfach so, so wichtig, dass ihr Bildunterschriften schreibt. Und zwar jetzt nicht nur irgendeinen Spruch,
sondern am besten einfach was von euch persönlich erzählt bzw. euren Followern eine Frage stellt, weil diese Fragen einfach zu einem Gespräch anregen, dass diejenigen euer Bild kommentieren und damit auch ein Gespräch zustande kommt. Das heißt, jemand schreibt einen Kommentar, ihr könnt auf den Kommentar sogar vielleicht noch antworten, die Person antwortet dann vielleicht nochmal und so wird auf jeden Fall auch eure Reichweite gesteigert, weil das wissen die meisten, glaube ich, auch nicht, aber auf Instagram zählen erst Kommentare ab 4 Wörtern. Also alle Kommentare, die weniger sind als 4 Wörtern, die zählen sozusagen für den Instagram-Algorithmus gar nicht. Und dass jemand jetzt irgendein Smiley runterkommentiert oder wow oder super oder ein Wort oder irgendwas, sondern dass jemand wirklich auf eure Bildunterschrift eingeht und einfach Bock hat, über das Thema mit euch zu reden oder euch dazu seine Meinung zu sagen. Deswegen sind Bildunterschriften auch ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Tipp, den ich euch geben kann, wie eure Reichweite gesteigert wird. Und zwar ist das, dass ihr einfach mal eure Bilder analysiert. Weil ich glaube, das machen auch viele nicht. Also dafür muss man natürlich auch einen Business-Account auf Instagram haben. Dazu würde ich euch generell auch raten, wenn ihr virale Posts erstellen wollt, dass ihr euer Instagram-Profil auf ein Business-Profil umstellt, also ein Creator-Profil. Und dann einfach mal zu gucken in den Insights, okay, welche Bilder kommen bei meinen Followern überhaupt gut an. Ihr könnt auch einfach eine Umfrage in eurer Story machen, da findet ihr natürlich auch einiges raus. Man muss sich wirklich überlegen, okay, welche Zielgruppe will ich mit meinen Bildern ansprechen und was kommt bei meiner Zielgruppe am besten an. Und dann einfach mal zu gucken, okay, welche Bilder schneiden da am besten ab. Seitdem ich diese Tipps umsetze, hat sich meine Reichweite deutlich gesteigert. Ich kann euch jetzt auch noch mal ein Bild einblenden, wie meine Reichweite ungefähr vor 4-5 Monaten aus, wie sie jetzt momentan aussieht. Also es ist wirklich schon ein krasser Unterschied, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Und Instagram macht mir einfach mega, mega viel Spaß. Und ich kann euch wirklich einfach nur ans Herz legen, wenn ihr Bock habt, mit Instagram anzufangen, dann macht es einfach. Ich weiß, dass sich viele nicht trauen oder viele sich so denken, wie kommt es jetzt bei den anderen an? Kommt es jetzt nicht voll komisch, wenn ich jetzt auch Bildunterschriften schreibe? Oder auch, wenn man anfängt, mit seiner Story zu reden oder so, wenn ihr einfach Bock drauf habt, dann macht es einfach und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und by the way, könnt ihr mir auch gerne auf Instagram folgen, würde ich mich mega drüber freuen, weil da seht ihr auch noch einiges mehr von mir. Also ich poste jeden Tag meinen Alltag, nehme euch in meine Stories mit und poste jeden Tag ein Bild. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich mega, mega drüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und mir in den Kommentaren auch noch Feedback da lasst oder auch vielleicht einfach mal die Tipps ausprobiert und mir danach in die Kommentare schreibt, ob die Tipps bei euch funktioniert haben. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Anwendung von den Sachen und wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das Video schaut. Ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen, was das Thema Instagram angeht, helfen konnte.